Na? Dann wollen wir doch mal starten. Also jetzt nicht mit der Aufnahme. Doch auch, aber jetzt ist die Aufnahme drin. Exi-Snake, das ist quasi eine moderne Version, sofern man es modern nennen kann, von Snake. Game. Stroll. Thicket. Rainforest. Park. Woodlot. Jungle. Close Camera, Distant Camera. Please register to play this game. Ach, wenn wir uns nicht registrieren, können wir also nur jeweils die ersten 5 Levels. Okay, wollen wir erstmal Stroll machen? Boah, ist das jetzt hell draußen. Die Häuserwand, ich nehme mal die hier. Die Häuserwand nebenbei, nebendran, die ist so hell. Ich glaube, Steine dürfen wir nicht fressen oder anderen Kram. Und wir werden natürlich immer länger. Und dürfen uns nicht selbst in den Schwanz beißen. Und da draußen im Wald, da ist so eine Bestie irgendwie, die uns wahrscheinlich eher frisst, als dass wir sie fressen. Was ist das denn da für ein Schlüssel? Oh. Okay, dürfen wir nicht. Und nun? Haben wir Zeit dazu gekriegt oder so? Ah, die tauchen neu auf. Ah, der Exit. Sieh ihn. Er ist hell erleuchtet. Und dieses Biest da draußen, das ist ja nicht so schön. Level 2. Das ist so ein Wald, ne? Da sind jetzt mehrere Biester, die sicher nicht nett sind zu uns. Nee, ich hatte ja schon das Licht angemacht, weil normalerweise wird das erst in 4 Stunden dunkel, aber es war so dunkel. Bei Höllenjob habt ihr das ja vielleicht schon gemerkt, die letzten Tage, dass ihr gesagt habt, dass das so regnerisch ist. Aber jetzt scheint die Sonne. Und wie gesagt, die Häuserwand gegenüber reflektiert das Licht so doll. Dieses Spiel jedenfalls hier gab es früher auf Nokia-Handys, so als Snake, so Snake und Snake 2 und so, wo man einfach nur so eine Pixelschlange andere Pixel fressen musste und dabei weder gegen den Rand noch gegen sich selbst kommen durfte. Später dann auch an dem Rand und dann wie bei Pac-Man überall gegenüberliegend wieder rausgekommen ist. Und dann ist halt immer das, was man gefressen hat, das wandert halt nach hinten. Und wird da denn zu Kram. Also zu längerem Schwanz und so. Wenn die Schlangen mal in Wirklichkeit so doll und so lang wachsen würden. Da ist der Exit. Natürlich immer genau gegenüber. Oh, es wird auch langsam dunkel. Das ist, glaube ich, die Gefahr, dass die Viecher uns erwischen, wenn es zu dunkel wird, ne? Interessant. Dann sollten wir vielleicht doch schneller sein, ne? Weil man darf ja hier neben der normalen Geschwindigkeit auch die Schnelligkeit bestimmen. Am Anfang ist es ja easy peasy. Da kann ich ruckzuck hier zwischen zup zup. Nur ich glaube, das klaut uns natürlich Zeit. Die Viecher aus dem Wald, die kommen halt, wenn es dunkel wird. Geht die Zeit auch schneller voran, wenn ich mich schneller bewege? Ich hoffe, nein. Da könnt ihr mal drauf achten. Und wie viel... Wir einsammeln müssen, sehen wir da unten auch. Okay, Level 3. Süß. Da haben wir halt... Menno. Da haben wir halt... Prozent. Ich glaube nicht, dass die Zeit mitgeht, weil wir jetzt schon so viel Prozent haben. Also.
ja. Da ist der Exit. Ja, was sind das denn für Viecher da im Wald? Werden wir vielleicht noch rausfinden in den anderen Leveln. Ich erinnere mich auch daran, an dieses Spiel hier. Auch das habe ich vor Urzeiten schon mal gespielt. Halt so als Kind. Warum ist das so ein komisches, pissgelbes Licht? Soll das Unwetter darstellen? Blitze? Ich weiß ja nicht. Also noch finde ich das ganz easy peasy. Aber es gibt ja auch noch viel andere Level, die man erst kriegt, wenn man sich registriert hat, wenn man da Kohle bezahlt hat und so. Die wollen ja auch nur ihr Geld haben. Auch bei so einem Mini-Spiel. Der Exit ist immer am anderen Ende. Nun ja. Completed. So. Sollten wir wirklich durch alle Level 10 stehen uns ja unregistriert nur zur Verfügung. Sollten wir durch alle Level soweit durchkommen, werde ich noch mal kurz anstarten und gucken, wie diese Viecher aussehen. Sie sind auf jeden Fall hungrig und sie können nur bei Schatten rauskommen. Also irgendwann habe ich ja mal alle Steine aufgefressen. Und, ja. Wie verfressen kann man sein? Schlangen sind nicht so verfressen. Upsi. Upsi. Ich hier gerade etwas verfahren. Upsi. Mist. Ah, wir fressen uns also selbst wieder auf. Da hinten ist der Exit. Wir haben nur noch 2 Stunden. Eine. Okay, die 5 Level haben wir also schon mal geschafft. Spiel durchgespielt. Hätten noch 3 Leben gehabt, haben keins verschwendet. Kitsunaki. Na, dann machen wir jetzt mal mit der Distant Camera im Park. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die hier. Die andere sieht mir zu giftig aus. Hm. Ja gut. Schlangen sind aber auch sehr merkwürdig dargestellt. Die sehen ja aus wie so eine Haut. Und vor allen Dingen, seit wann hat eine Schlange eine Nase vorne? Guckt euch das mal an. Die hat eine Knopfnase. Seit wann haben Schlangen eine Nase? Wahrscheinlich sähe das Ding ohne Nase noch alberner aus. Ich muss sagen, ja, es ist ein bisschen schwerer als aus der Ego-Perspektive. Oh, der hätte uns ja fast erwischt, ne? Der war zu langsam. Däumel. Ah, verstehe. Naja, nur halb. Ey, das ist ja wirklich scheiße schwer zu lenken so. Die Kamera ist total... Wir sind total invertiert eigentlich. Okay, wir können nicht verlieren am Tag gegen die Viecher. Die warten da nur.
werden wir sowieso nicht mehr schaffen in 3 Stunden hier. Nochmal die Hälfte. Aber er ist total invertiert. Guck mal, jetzt suche ich gerade links. Jetzt geht er links rüber. Ah, ich verstehe. Okay, das kommt drauf. Jetzt. Jetzt ist rechts bei ihm auch links. Also ganz komische Steuerung. Ja, probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir jetzt erwischt werden. Wo sind die Viecher? Ja. Sieht ja fast schon gruselig aus. Ja, aber eine ganz schreckliche Kamerasteuerung. Also, was heißt Kamera? Während der nicht gefixten Kamera hat man halt eine ganz schreckliche Steuerung, die total willkürlich ist. Wann man wohin kommt. Man kann das schrecklich. Also, ist halt auch nur ein kleines Gummispiel natürlich, aber die Schlange sieht wirklich sehr merkwürdig aus. Ich glaube, das, wo sie sich die meiste Mühe mitgegeben haben, sind wahrscheinlich die Musiktracks im Spiel, und das ist nicht gerade ein Lob. Ist halt so. Ja, gut. Nee, das macht keinen Spaß hier. Das andere, das ging ja noch, aber wenn die Lenkung nicht möglich ist, nicht vernünftig. Vor allem, er dreht sich dann auch einfach dahin, wo er gerade will. Das ist ihm. Nö, komm. Hier. Frisst mich. Fress mich. Da hast du ja keinen Bock drauf. So, wo seid ihr? Hier, komm, friss mich. Selbst schuld. Wenn das nicht vernünftig funktioniert mit der Lenkung, dann macht's ja keinen Spaß. Die Idee ist nett, aber da könnte man mehr draus machen, sowohl grafisch als auch von der Musik her, von der Steuerung her. Nee, da kannst du aus allem viel mehr machen. Egal wie alt das Spiel mittlerweile ist. Wie alt ist es? Warte mal, habe ich das jetzt eben gerade übersehen? Stand da eben tatsächlich, von wann das ist? Artworks. ist ja schön, von wem das alles so ist. Exisoft ist halt auch so ein Mini-Ding. Das ist so ein 2-3-Mann-Betrieb, glaube ich. Gut, das wird mal wieder eine sehr kurze Folge. Ich schreibe mir jetzt auf Exisnake. War ganz lustig, aber ist jetzt nichts Tolles. Naja. Bis morgen oder bald oder wann auch immer und wo auch immer. Aber die Schlangen sehen auch merkwürdig gemacht aus. Die haben gar keinen richtigen Aufbau vor. Die sehen halt aus wie so eine abgestreifte Haut. Nun ja. Dann mal danke fürs Aushalten. Und tödelö. Jetzt rollen sich die Augen noch nach hinten rum und alles. Das ist sehr merkwürdig programmiert. Naja. Ciao.